Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar diesmal Akinato, das Webgenie. Ja, das sind super Personen und Leute eben. Das sind die letzten 10 Spiele, davon kämpft man eigentlich fast jeden. Ja. Aber, wenn wir hier, also hier schauen mal, wo gerade hier war. Wer ist heute von dabei? Bernhard von Bernhard und Bianca. Die werden wir jetzt mal versuchen zu versuchen. Du. Was? Ich lehre dir ganz schön Werkzeug. Ja, die werden wir mal versuchen zu suchen. Also, Frage Nummer 1. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Nein. Kommt deine. Ich weiß es nicht. Ist ja so eine sehr. Ich mach mal, ich weiß nicht. Nein. Ja, Bernhard und Bianca zum Teil. Blondes Haar, nee. Ja, du kommst. Zwei Beine, ja, die laufen. Und ich war. Eine Maus, ja. Nein, ich denke mal nicht. Wahrscheinlich ist da. Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Jetzt kommen wir von. Kann deine Gutschein? Ja. Kindergarten? Nein. Große Ohren? Joa. Ich denke an Diddelina, Freundin von Diddle. Nein, also ich habe jetzt nicht an sie gedacht. Aber es ist doch auch mal Zeit, an Diddelina vorbeizukommen. Wie oft wurde die denn schon gespielt? Ich sag's einfach, naja. Oh. Okay, wir versuchen es aber nochmal, dass wir Bernhard und Bianca finden, weil. Komm. Ist deine Figur männlich? Ja, zum Teil. Nein. Ja. Ja. Ja, jetzt. Nein, du bist wieder auf dem Fall. Nein. Ja, Mäuse sind Nagetiere. Ja, ebenfalls. Das weiß ich echt nicht. Handschuhe. Ich glaube, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt weniger. Ja, hat es. Nein. Ja. Außergewöhnlich schnell. Nee, also ich denke jetzt mal nicht. Ein Einzelkind. Weiß ich nicht. Ja. Ich denke an. Ja, er hat es herausgefunden. Ich denke an Bianca von Bernhard und Bianca. Wir haben es geschafft. Er hat sie gefunden nach dem zweiten Anlauf. Wunderbar. Nee, jetzt wollte ich gerade woanders hingehen. Hier unten. Wir haben hier zwar als erstes Bianca, aber okay. Wollen wir mal nicht so pingelig sein. Da das Video jetzt ja noch nicht lang ist, können wir ja mal versuchen. Wen suchen wir denn noch? Was Lustiges will ich noch suchen? Ich weiß. Wir werden jetzt abwechselnd klicken. Also ja oder nein, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Dann wieder ja. Und dann wollen wir mal gucken, wer rauskommt. Also ja, nein. Oh Gott, die Frage. Gehört deine Figur zu einer existierenden? Achso, nee, ich hab grad hier verstanden. Oh Gott. Da kann irgendwie nichts rausgucken. Und so wie er guckt, ist er aber noch relativ zielsicher. Weil eigentlich gibt es so eine Person noch gar nicht, die hier bei fröhlicher tippe. Aber er hat was, er denkt. Weiß ich nicht, na was? Nein. Was? Nein. Versuchen wir es mal von unten herum. Dann machen wir so einfach just clicking. So. Einfach hier ein bisschen just clicken rum. Denk an. Was? Okay. Pass auf, wir versuchen was anderes. Und wir haben keine Ahnung, aber ich dachte, 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 ich
Vielleicht kriegen wir sowas hin, dass es unter. Vielleicht ist dann nicht mehr jugendfrei. Also. Ja, es hat geklappt. Ich denke an den Ritter der Kokosnuss-Filmfigur. Das passiert, wenn man durchklickt sich. Okay. Also ich kenne das jetzt überhaupt nicht. Ich sag mal ja. Was? Guck mal, wie oft das schon gespielt wurde. Wow. Wow. Okay. Naja. Versuchen wir es nochmal, ob dasselbe jetzt rauskommt. Wenn wir ein anderes Alter angeben, immer. So, machen wir Just Clicking wieder, ein bisschen Just Clicking Power. Ich habe da gerade irgendwas mit dem Papst gelesen. Ja, es kommt tatsächlich der Ritter der Kokosnuss raus, okay. Ja, das ist verrückt. Na gut, trotz allem, auch wenn es verrückt ist, ich sage Tschüss. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ein Like geben und das Abo nicht vergessen. Dann Tschüss.